Antworten. Entweder die eine Antwort ist aus Dummheit oder aus Boshaftigkeit. Andere gibt es ja nicht. Jetzt kommen Sie schon drauf, dass wir die Gasnetze auch zerstören sind. Die sind 2 Meter unter der Erde oder so irgendwas in der Größenordnung. Wieder 300 Milliarden zerstört. Also Sie zerstören dieses Land. Und der Bundeskanzler sagt, wart kommen die amerikanischen Tech. Also es ist ja unfassbar. Ja? Also ich meine, es läuft doch alles in eine andere Richtung. Warum tun Sie das? Wir sind uns ja alle darüber im Klaren, dass das, was die machen, Unsinn ist. Und warum tun sie das? Es gibt eigentlich nur 2 Antworten. Entweder die eine Antwort ist aus Dummheit oder aus Boshaftigkeit. Andere gibt es ja nicht. Ja? Und da muss jetzt jeder für sich die Entscheidung treffen. Aber natürlich machen wir, und weil du ja gesagt hast, vom letzten Jahr fortgehend stolpern, da hatte man ja irgendwie noch das Gefühl, ja, vielleicht kapieren sie es. Ja? Vielleicht kann man ja was ändern. Ich wehre mich ja immer dagegen, dass man das Leben so als Schicksal betrachtet und alles ist Nahe Osten und Putin. Und so. Wir haben schon auch ziemlich viel in der eigenen Hand. Aber wenn wir es nicht tun, wenn wir die Industrie und die Energieversorgung bewusst zerstören, und wir zerstören sie bewusst und jeden Tag noch mehr, man wundert sich, dass überhaupt noch was da ist. Jetzt kommen Sie schon drauf, dass wir die Gasnetze auch zerstören sind. Die sind 2 Meter unter der Erde oder so irgendwas in der Größenordnung. Wieder 300 Milliarden zerstört. Also Sie zerstören dieses Land. Was soll man denn da noch sagen? Und der Bundeskanzler sagt, wart kommen die amerikanischen Tech. Also es ist ja unfassbar. Ja? Also ich meine, es läuft doch alles in eine andere Richtung. Microsoft kauft sich ja als Kernkraftwerk für KI. Ja, wir regulieren KI, weil wir reden von Digitalisierung, haben keinen Strom dafür. Wir reden vom Elektroauto, haben keinen Strom dafür. Wir reden von Fantastereien und haben die Grundbasis nicht mehr begriffen, dass wir Energie brauchen. Ich habe eine Anfrage gestellt ans Bundesministerium für Wirtschaft, weil jetzt... Und Klima, bitte. Und Entschuldigung, habe ich vergessen. Fakt ist ja tatsächlich, ich meine, wir sind ja die Einzigen, die ausgestiegen sind aus der Atomkraft. Und wir sehen, andere Länder bauen Atomkraftwerke. 52 sind gerade im Bau, mehrere in Planung. Aber jetzt, wie du es richtig gesagt hast, Roland, nicht nur Länder steigen in die Atomkraft ein, sondern jetzt sogar schon Unternehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht nur Microsoft, auch Amazon, Meta. Warum? Weil die einen großen Datenhunger haben und der Datenhunger kostet Energie und die günstigste Energie, die praktisch auch noch CO2-neutral ist und die größte Energiedichte hat, ist die Atomkraft. Da wird es eine riesen Renaissance geben und wir sitzen da und sagen, komm, pust mal schneller, damit das Windrad irgendwie wieder läuft. Es ist also an Dummheit nicht zu übergrenzen oder überbieten. Deswegen nochmals, wir machen die schlechteste Energiepolitik der Welt. Besonders gut fand ich dahingehend ja letztens den Herr Habeck, der in Kenia zu Besuch war und dort, ja, Kenia über alles gelobt hat, dass sie 90% ihrer Energie, Stromenergie aus erneuerbaren Quellen erzeugen. Und da dachte ich mir so, ja, Herr Habeck, Sie wissen schon, dass Kenia ab 2027 in die Kernkraft einsteigen möchte. Also wenn Sie Kenia so loben, dann sollten Sie doch auch mal selber darüber nachdenken, was entsprechend Deutschland falsch macht, wenn auch Kenia in die Kernkraft einsteigt. Aber gut, schauen wir weiter, was ein Roland Tichy hier noch zu sagen hat. Ich will dich noch überbieten. Oh, das geht gar nicht. Doch. Also erzähl, Robert Habeck. Wir haben gestern Geschichte veröffentlicht. Wenn die Windräder stehen, brauchen die Strom. Dann verzehren sie Strom. Dieselgenerator. Und sie verzehren die Strommenge von einem gesamten Kernkraftwerk für Regel, für Umbau. Ja. Na? Also das heißt, in der größten Stromnot, die wir dann haben, wenn der Wind nicht weht, saugen die nochmal die stehenden Windräder nochmal Energie an sich, die man für viel Geld aus Frankreich oder Österreich kann. Genau, aber noch. Wir sind Meschugge. Aber es wird. Also ich wusste ja, dass ein Windkraft immer so einen Grundimpuls braucht, also eine Grundenergiemenge, um überhaupt ans Laufen zu kommen. Aber dass es insgesamt so viel Strom benötigt, um, sag ich mal, die in Betrieb zu halten, um Grundimpulse zu liefern, das, muss ich sagen, schockiert mich gerade tatsächlich sehr stark. Das zeigt auch nochmal, wie unsinnig das ist mit den Windkrafträdern. Abseits von den ganzen Nachteilen, die wir ja schon kennen. Ne? Die zerschreddern Vögel, Mikroplastikabrieb, ne? Kann man kaum recyceln,
enormer Flächenverbrauch, enormer Zementverbau, extrem viel Stahl, CO2-Bilanz, weitaus nicht so positiv, wie einem das immer vorgerechnet wird, schlecht für die Umwelt und. Ne? Und letztendlich das Hauptargument ist ja, das Ganze ist nicht grundlastfähig. Da wird teilweise Stromüberschuss produziert, den wir zu negativen Preisen exportieren müssen. Wenn der Wind nicht weht, kommt gar kein Strom an. Wie gesagt, dann müssen wir teuer importieren. Also es ist wirklich einfach nur der Wahnsinn. Noch besser, der Geisterstrom, hast du schon mal gehört? Ja, ja, sicher, ja. Komm. Aber. Ja, es wird. Wir machen jetzt so eine Art Bingo. Genau, wir betteln uns und gucken, wer gewinnt. Ihr müsst entscheiden durchs Klatschen. Nee, noch dümmer ist das EEG, weil man hat 10 Milliarden eingeplant. Jetzt sind wir aktuell, wir haben das Jahr noch nicht vorbei, sind wir bei 23 Milliarden, den wir zahlen müssen. Bingo. Für 23 Milliarden, es werden wahrscheinlich 30 Milliarden, also an Idiotie nicht zu überbieten. Aber wir sollten vielleicht mal Lösungen besprechen. Idiotie, Roland, du hast gesagt, dumm oder böse, ja? Wie wär's denn mit korrupt? Jemand verdient doch an all dem. Diese ganze. Ja, genau so sieht es aus. Irgendwer verdient da dran. Und dann hat es schon einen komischen Beigeschmack, wenn man so welche Sachen ja hört, wie bei Habecks Ministerium mit dem sogenannten Greichen-Clan. Vorwürfe gegen seinen Staatssekretär Udo Philipp. Er ist für die Förderung von Start-up-Firmen zuständig, hält aber auch selbst Anteile an verschiedenen Start-ups. Und jetzt hat die Wirtschaftsseite Business Insider veröffentlicht, Udo Philipp war daran beteiligt, einen Fondsmanager in ein Beratergremium des Ministeriums zu berufen. Pikant, Philipp selbst soll demnach Anteile dieses Fonds halten. Eine von vielen bemerkenswerten Beziehungen im Wirtschaftsministerium. Als Staatssekretär berühmt geworden zuletzt, Patrick Greichen. Sein erster Fehler, er wollte seinen Trauzeugen Michael Schäfer zum neuen Chef der bundeseigenen Deutschen Energieagentur machen. Ein hochdotierter Posten, das Vorhaben wurde gestoppt. Dann wurde bekannt, Patrick Greichen hat einen Projektvorschlag des BUND Berlin als förderungswürdig gebilligt. Es ging um 600.000 Euro. Das hätte Greichen aber gar nicht machen dürfen, denn seine Schwester Verena sitzt im Vorstand des BUND Berlin, war bis Mai 2022 dort sogar Vorsitzende. Ein Regelverstoß, sagt Habeck. Greichen musste gehen. Es ist der eine Fehler zu viel. Frau Göring. Mit der Agora Energiewende, mit gewissen Generalsekretären in Habecks Ministerium, die an gewissen Fonds beteiligt sind, wo entsprechend die Unternehmen aus den Fonds Aufträge von der Regierung erhalten und so weiter und so fort. Ne, da gibt es ja so einen kompletten riesigen Stammbaum, sage ich mal, an Leuten, die da involviert sind, die entsprechend diese Beziehung zwischen Ministerium, Habeck und Wirtschaft nutzen. Gut, das war es soweit mit dem Video. Ich denke, sehr aufschlussreich, mal wieder sehr eloquent rübergebracht von einem Tichy. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.